Jetzt gehen wir so weiter zu Roth. Und gucken wir, was da noch passiert. Ist hier noch irgendjemand? Da ist wieder so ein komisches Ding für unsere Pfeile. Für unser Seil, meine ich. Da kommen wir nicht hin. Aber Seil haben wir unendlich, oder? Also jedenfalls denke ich es mal. Okay, es klappt anscheinend nicht. Gehen wir da hoch. Vielleicht ist ja oben noch was. Wenn wir da überhaupt hoch können. Okay, das können wir auf jeden Fall schon mal. Können wir hier irgendwas machen oder so? Da oben. Okay, jetzt machen wir das wieder. Ne, bringt auch nichts. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Ah, ja super. Ne. Was müssen wir machen? E, oder? Ne, was müssen wir jetzt machen? Ich müsste einen Pfeil raufschießen können. Darauf? Okay. Ach so, das macht sie automatisch. Ich dachte mal, wir müssen da jetzt auch irgendwas machen. Okay, das kann ich nicht. Auch in echt nicht. Okay, ich werde wahrscheinlich auch im Real Life keinen Pfeil schießen können. Da würde ich mich irgendwie selber treffen oder so. Ich weiß selber nicht, wie doof ich da bin. Auf jeden Fall werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen können. Aber ich muss ja auch nicht, zum Glück. Ich werde wahrscheinlich nie auf so eine Insel fliegen. Ach, Pfeile haben wir ja voll. Hier ist nichts mehr. Dann machen wir das hier. Ah. Ja, das bezweifle ich mal, dass das eine junge Frau kann. Aber ist ja nur ein Spiel. Und an sich, dass sich das Zeug wieder auflöst, zeugt ja quasi von Realität. Ah, jetzt rutscht mir wieder. Wir sind im Bergdorf. Wir haben nur noch 20 Frames. Ah, das ist rough. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier, Kofi Lucchese von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern. Und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Ganz ehrlich, das würde ich auch machen. Also den retten. Immerhin ist er wegen uns jetzt in so einer misslichen Lage gekommen. Und ihn da noch zu retten, keine Ahnung. Halt, ich finde es Selbstverständlichkeit eigentlich. Da unten ist so ein Ding. Ich weiß gar nicht, was unser Roth da so hat. Aber egal. Oh, ich dachte jetzt, wir sterben. Ich dachte jetzt. Ja, egal. Okay. Ich glaube, wir behalten unseren Bogen erstmal. Haben sie uns gesehen? Nee, haben sie noch nicht, aber jetzt. Der hat einen eigentlichen Kopfschuss bekommen, aber der ist auch tot. Ich dachte jetzt schon, dass er noch lebt. Aber das ist ja dann realistisch pur. Aber ist auch egal. Muss ja nicht immer über Realistik beschweren. Kein Spiel ist realistisch. Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Star gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Alles klar, wir haben gerade wieder so eine Götze entzündet. Ich glaube, das müssen wir ja machen, um irgendwas extra zu bekommen. Okay, irgendwas ist in die Luft geflogen. War das die Götze? Aber es hat sich nicht so götzig angehört. Wir leben sind das Ding, wir müssen da hoch. Aber egal, ein Kaninchen. Kann man das essen? Ne, wir können failen, wie immer halt. Machen wir sonst bei jedem Spiel.
Okay. Dann denke ich, gehen wir mal da hoch. Ich muss ein bisschen auf die Frame-Anzahl achten, weil irgendwie kommt es so vor, als ob es ein bisschen ruckeln würde, aber es passt eigentlich. Ich sehe es auch. Darunter. Ich glaube nicht, dass wir da runter müssen. Ah, da oben, oder? Ja, da kommt. Ach so, da. Ich dachte jetzt schon, ey, aber da wird man niemals hingekommen mit unserem Pfeil. Mit Sicherheit nicht. Aber da hoch schon. Erinnert mich irgendwie an diese komische Aktion in Far Cry, wo ich auch verkackt habe. Wo ich auf so einen Turm hochgestiegen bin und den dann nicht gesehen habe. Also diesen einen Weg da noch. Und ja, da dann 5 Minuten gehangen bin und dann in der Aufnahme gesehen hat, dass da oben so ein Ding ist und ich war doof und ja. Was denn? Was? Wo ist da einer? Ich sehe hier keinen. Und ich sehe auch kein Pfeildingens. Hä? Ah, da! Ah, jetzt hast du einen Pfeil im Gesicht. Tja, das ist halt Pech für dich. Aber wie kommen wir da hoch? Ich habe keinen Plan. Bis jetzt jedenfalls. Oh Mann, oh Mann, 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 lass mich! Aber Doppelsprung bringt hier da auch nichts. Davor können wir auch nicht. Überlebensinstinkt bringt uns nur da hoch. Ach, wir können doch irgendwas machen, um da hochzugehen. Aber ich habe keine Ahnung mehr was. Also mit unserem, wie heißt's? Ich kann nicht mal aus dem Überlegensinstinkt rausgehen. Ah, doch, jetzt. Ach man, schauen wir nochmal schnell in die Steuerung. Ich weiß, was wir auf jeden Fall machen müssen. Aber ich weiß nicht mal, wie wir das machen. Ist auf jeden Fall schon mal nicht so gut. Ach, nicht Gamepad. Was ist Tastatur? Hä? Ah, Tastaturbelegung war es, genau. So, Aktionen, Instinkt, Gruppenchat, Kampf vielleicht? Auch nicht. Hä, wie geht denn das jetzt nochmal? Ich habe echt keine Ahnung. Ich denke mal, Aktion wird es sein, oder nicht? Aber hier steht auch nichts. Drück nochmal alle Tasten, oder? Einfach hochspringen und E. Ah, genau. Na, ach, scheiße. Aber wir müssen es natürlich mal drücken. Na, ich hätte nochmal spielen sollen, ey, bevor ich alles vergesse jetzt. Aber wir haben ja auch schon echt viel abgeschlossen, ey, ganz ehrlich. Wir haben, glaube ich, schon 21% abgeschlossen, obwohl ich gerade mal einmal gespielt habe. Aber ganz ehrlich, das Spiel macht mir auch extrem Spaß. Auch wenn ich es mal jetzt eine Woche lang nicht gespielt habe, aber das ist ja normal bei mir. Dass ich mal ein Spiel eine Woche lang nicht spiele, obwohl es mir extrem Spaß macht. So. Schade, dass ich jetzt nicht so viel aufnehmen kann. Geheimes Grab in der Nähe. Das vielleicht. Ne. Schaut nicht so grabig aus. Aber da drin bestimmt. Müssen wir das machen? Ach egal, machen wir es einfach, weil das... Keine Ahnung, bringt uns ja nicht in den Tod. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, dass er kein Hund drin ist oder so. Oder Wolf war das ja, kein Hund. Das wäre dann schon ziemlich uncool. Aber wir werden es ja gleich sehen. Ich denke mal, das ist dieses Grab. Hallo? Eher um zu bergen. Modifizierung verfügbar. Aha, das ist ja nicht schlecht. Ich weiß zwar jetzt nicht, was wir modifizieren können. Ich denke mal, unseren Bogen, weil da stand Bogen. Bin mal gespannt, was er dann kann. Vielleicht ist er stärker, aber wie kann Bogen stärker sein? Vielleicht so wie bei Crysis, so ein Bogen, der auf den Anzug reagiert. Das ist ja natürlich ein Klassiker. Aber da bin ich mir bei diesem Spiel nicht so sicher. So, wie geht's denn weiter jetzt? Ah, da ist dieses Teil auf jeden Fall. Dann gehen wir davor. Hauen das da rein. Verlieren wir da eigentlich mal einen Pfeil? Aber ist ja eigentlich auch egal, ein Pfeil ist an jeder Ecke. Da ist natürlich jetzt so ein Pfeil auch nicht wirklich das, was uns jetzt stören sollte. Jetzt weiter. Wir können da runterspringen. Machen wir es einfach mal. Nein, nein, nein. Ach, ich dachte jetzt schon, dass wir da runterfallen oder so. Aber wir haben es ja geschafft. Und das ist die Hauptsache. Ah, noch so eine Götze. Können wir ja schnell mal anzünden. Kriegen 10 Erfahrungspunkte und
Ja, 10 Erfahrungspunkte ist immer nicht schlecht. So, gehen wir jetzt zum Piloten. Mal gucken, was er hat oder was er von uns will. Außer gerettet werden. Ziemlich windig ist es. Alter, beruhig dich. Warum ist es so windig? Ach, da. Ich dachte, wir müssen jetzt da rüber springen, aber das werden wir niemals schaffen. Ich denke mal, jetzt müssen wir ein bisschen auf den Wind achten. Ne, anscheinend doch nicht. Alter, aber... Es haut echt schon nahe. Ich ahne Schlimmes. Ja, es war ja klar. Warum soll auch mal irgendetwas klappen? Schneller. Ja, ich weiß, dass es eh jetzt abbricht. Müssen wir das drücken? Ah. Ja, klar. Okay, wenigstens haben wir es schon mal geschafft. Wo ist er? Ja. Zwei blöde ein Gedanke, oder? Nein, Lara ist natürlich nicht blöd. Ich natürlich auch nicht. Ich bin sehr, sehr schlau. Ich bin sehr intelligent. Merkt man ja auch beim Wolf oder so. So. Ah, noch so ein Ding, Alter. In letzter Zeit sind da ziemlich viele. Aber den kann man nicht anzünden. Weil er nicht so ein Ding ist, was man anzünden kann. Hey Lara, Rob hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Alles klar, dann suchen wir jetzt mal nach diesen Piloten. Aber ich ahne irgendwie Schlimmes. Ausgerodete Schlucht. Alles klar. Also die Geräuschkulisse, die finde ich in diesem Spiel echt richtig klasse. An sich grafisch sieht es auch richtig hübsch aus hier alles. Okay. Hier ist, sind so Männchen drinnen. Ratti ist auch mit dabei. Jedenfalls denke ich mal, dass es eine Ratte ist. Aber ich sehe ja auch überhaupt nichts. Wenn es jetzt Dead Space wäre, hätte ich echt jetzt richtig Schiss. Aber es ist ja zum Glück nicht. Was aber auch heißen kann, dass trotzdem was kommt, was uns nicht beglücken wird. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Ich habe keine Ahnung, von du laberst, Mädchen, aber ist ja okay. Es ist ja auch die Vorgeschichte von Lara Croft. Mag ich gelesen zu haben. Pilgerfahrt. Alles klar. Ja, auf jeden Fall ist es die Vorgeschichte. Also das war so... Eine Königin. Himiko? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die sieht genauso aus, wie die wir schon mal gesehen haben. Ja, auf jeden Fall ist es die Vorgeschichte von Lara. Also... Unglaublich. Sozusagen der erste Teil. Ah, davon ist er ja. Was ist das denn? Oh. Benzin. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie. Aua. Das sind sie. Die Oni-Wächter. Sie waren für ihn, Jagdjero.